Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Du bist schon seit 3 oder schon 4 Folgen schon hier in IC-Rennen machen und programmieren, aber ich kann mich dazu noch nicht aufraffen, weil ich es auch gerade, ich brauche es auch einfach nicht. Aber es ist schon sinnvoll. Ich habe vor 2 oder 3 Tagen mit einem Community-Member gesprochen oder geschrieben und sagt er, das ist ja Urs die Hilfe. Da packt das da bloß rein. Aber hier in diesem Spielstand geht es mir einfach noch zu gut. Das ist das Problem. Naja, sei es drum. Erstmal herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich will euch kurz erzählen, wie meine Gedanken gerade so kreisen. Und zwar haben wir in der letzten Folge, was haben wir da gemacht? Lass mich kurz überlegen. Wir sind ja kräftig am Umbauen, ne? Wir haben die Duggies ein bisschen gerettet. Wir haben vermutlich im Gaslager einiges gebaut. Ich habe jetzt offline noch die letzten 5 Klimaanlagen auf dem Dach gestellt. Sind jetzt volle 26. Wir haben den Gasmixer gebaut. Ich erinnere mich dunkel. Wir haben den Gasmixer gebaut, weil wir Fuel wollen. Das war auch bis auf die Kabel soweit fertig. Also müssen wir da jetzt die Kabel machen. Denn ist das schön. Ich wollte bloß hier eben das Ding hier austauschen, weil das ist scheiße. Diesen Pressure Regulator. Er hat einfach nicht die Power. Er hat einfach nicht die Power. So, haben wir denn hier irgendwo mal ein Stück Messleitung, wo wir hier messen können? Ja. 3,44. Nix. Knödeln wir da mal richtig rein. Ist ja auch nix. Ich weiß warum. Unser Vorratstank ist leer. Unser Vorratstank ist aber sowas von leer, weil wir noch nicht fertig sind mit Füllen. Die sind hier noch nicht voll, die Jungs. Ich habe die ja bei auf 20 Megapascal gestellt. Der hat mittlerweile schon 20 runtergekühlt, aber er noch nicht. Und er kann oben nicht füllen, weil er nichts hat, weil dieser Tank hier permanent leer ist. Wir müssen erstmal kurz abwarten. Wir müssen auf CO2-Management gehen, Import, Import, Import und müssen den mal zurückstellen auf 13.000, Confirm, Export, Export. So, jetzt hört er nämlich auf. Allerdings geht ja jetzt auch die Sonne auf, das heißt, wir haben nichts geschafft. Wir müssen sich diesen Tank erstmal generieren lassen. Das ist schon ein großer Tank, aber arbeitet sich auch so weg, ne? Weil die Leitungsgrößen, guck mal, hier haben wir 33.000 Mol, aber in der Leitung haben wir noch mal 72.000 Mol, weil die Leitungslänge einfach gigantisch ist. Die Leitung ist so groß wie zwei solche Tanks, größer als zwei solche Tanks. Ja? So, hier ist die Leitungslänge relativ klein, 49.000 Mol hier drin, 53.000 Mol in der Leitung, ja. Und ihr seht, die H2-Leitung, die geht hier nicht runter, die endet hier. Ja, was hier an H2-Leitung, das ist schon ein Tank. Ja, das ist schon ein Tank. Und ein bisschen mehr als ein Tank, die bisschen rote Leitung hier. Und die graue, die geht ja hier noch runter, die geht ja noch rüber bis zu Dagger Farm. Geht ja noch rüber bis zu Dagger Farm. Und da wird ja auch regelmäßig noch CO2 gezogen. Ja, das ist der Unterschied. Ja, H2 ist ja hier so. Gut, haben wir das auch kurz angerissen? So, dann müssen wir mal den Gasmixer noch entgegenbringen. So, weil das läuft ja. Da hinten. Runter, runter.
Und raus. So. Sorry, Leute. So, Fuel Management müssen wir jetzt bauen. Wir brauchen Fuel Management. Wir haben hier den Fuel Mixer. Wir haben den Fuel Tank schon in the way. Nein. Wo ist denn hier die nächste Strippe? Die nächste Strippe ist tatsächlich hier. Können wir da durch? Haben wir N2 Füllmechanismen? Haben wir nicht, ne? Ja, aber entweder wir gehen erstmal da durch. Und wenn ich das nochmal umlegen muss, dann ist es so. Dann lege ich es auch nochmal um. So, das gleiche ist ja mit dem Fuel ähnlich. Mit dem Fuel ist es ja so, dass wir Main Tank Fuel, dass wir auch eine wesentlich größere Rohrleitung haben. Die ist wirklich, also die Rohrleitung Fuel ist ja noch gigantischer als die vom CO2. So. So. Haben wir Fuel Cooling eigentlich schon? Nein. Ach so. Das Rohr, was jetzt hier hochgeht, puff, und da durchgeht, das ist, liebe Freunde, der hat zwei Kompasse. Da habe ich hier den Block schnell abgebaut, puff, und habe den da oben einmal eben angeschlossen, dass der schon am Fuel hängt, damit wir auch Wasser machen können. Weil ich hier... Widersturm? Tatsächlich. Damit wir hier Fuel dementsprechend haben. So, das heißt, Fuel ist dran, Strippe ist drin, das ist dran. Wir brauchen ja eigentlich nur zwei Schrauben, ne, drei Schrauben. Wir haben nämlich noch Fuel Cooling. Ja. Fuel Cooling. Ja, Fuel Cooling gerne auf der Seite da, tatsächlich. So. So, Split One machen wir dahin und den machen wir da. Fuel Cooling wäre jetzt natürlich da hinten schlauer, weil wir ja hier jetzt ja nicht lang gehen. Von da hinten könnten wir nochmal easy peasy rüberspringen. Aber wir könnten auch von dieser Leitung einmal rüberspringen und den hoch. Was ist denn da oben drin? So, das wäre natürlich auch schlau. Genau. Wir würden da drüber springen, wir nehmen den Locker da weg. Der ist sowieso scheiße positioniert. Der denn auch. Ja, hab ich scheiße gemacht. So. So, das ist symmetrisch gebaut. So. Zack, online, on air, on the vault. So, muss jetzt nach da. Und kann dann rüber. Deine Fuel. Fueling-Geschichte. So, und dann haben wir drei Schrauben. Mit Fuel-Management. So, gut. Dit ist dit. Jetzt kommt der Backpressure da hier noch weg. Und Digital Valve muss hin. Ja,
So. So, noch schnell noch beschreiben. DV Fuel Cooling. So, dit ist dit. Touch. Haben wir das auch erledigt. So. Tank. Den. Und den Erno. Ja. Jetzt. Das Lager als CO2-Management, H2-Management. So, dann packen wir. Den raus. Und müssen noch das Werkzeug in die Hand nehmen. Und dann können wir den noch umbeschriften. Heißt die Fuel Management. So, da knallen wir den hier raus. So, jetzt machen wir ein kleines Programmchen. Wir nehmen erstmal Fuel Management, Import, Edit. War sowieso der Fuel Fuchs. So. Also, Alias. SW Fuel 1 D0 Alias Tank Fuel D1 Alias GM Fuel D2 Alias DV Cooling Degree. So, Define haben wir. Define. Pressure Fuel. Deform. Nee. Pressure Fuel. Oha, 10.000. Define. Define. Ja, warten, Define. Warten, Define. So, ich mach mal das Gekrüssel. Nervt mich, ja. So, P-Fuel, D-Fuel, oh, was soll man da, was soll man haben, minus 50, würde ich sagen, Alias, T-Soll-Fuel, T-Soll-Fuel, T Fuel R0 Alias P Fuel R1. So. Alias 1 R2. Alias Eiswasser 3. Immer noch Alias. Genau. Wasser
So, dann brauchen wir noch was. So, Steuermanual, Steuermanual. Lesen wir was aus, lesen wir was aus. Soll Temperatur, soll Druck. So, Double Point. Abfrage, Double Point. Ja, Abfrage. So, Load aus SW. Null ein. In einem aus ist wie Fuel ein Setting. Load aus, nee, in T Fuel aus Tank Fuel Temperatur. Load aus B Fuel aus Tank Fuel Pressure. So, was lernen wir noch? Load in Eis, Wasser aus Anna, Eis, Wasser, Temperature. Was haben wir noch? T. T. Doch, T-Kulant schreiben. So, wollen wir noch was auslesen, ja. Sub in T-Fuel aus T-Fuel. Protein 3. So, damit wir das gleich haben. So, jetzt starten wir. Fangen wir mit auf an. Set GM Fuel on 0. Set die Kältegeschichte müsste eigentlich oder sollte immer funktionieren. Egal ob anders oder nicht. Ne, weil wenn mal kein Fuel gebraucht wird oder kein Fuel gemixt wird, dann muss es ja trotzdem kalt sein. Ja. So, Set. Nee. Range. Greater. Nee. Range. Equal Zero. Ein. Ansonsten. Guckst du bitte? Das müssen wir aber dann mit dem Cool hier vorher machen. Yes. Cooling on R4. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wenn Temperature set greater than Fuel. Fuel kleiner die Land. So. Set greater than
Cooling on. Cooling on. So. Weiß nicht, ob ich jetzt hier unnötig. Cooling on, so. So, that greater than cooling on 2. Die fuel. Die soll fuel. And cooling on. Cooling on. Cooling on 2. Set. DV. Fuel. Cooling on. Cooling on. So, das wäre jetzt erstmal die Kühlgeschichte. Dann fragt er ihn, wo soll er hin? Und dann geht er hier. So, ansonsten. Alias Mix on. R6. Das heißt. Set less than. Wenn P Fuel unter P soll Fuel liegt, dann mach bitte Mix on. So. Set GM Fuel on Mix on. So. So, H2O. So, das konfirmen wir erstmal. Und jetzt gucken wir erstmal, das ist Input 2. Na toll, ist hier irgendeine Plörre drin. Also Input 2, Input 66. So, alias R7 load ratio R2 aus T-Fuel Ratio Volatiles. So. Mol Ratio in Ratio H2 Ratio H2 100. Ratio soll haben 60. So. H2 up. H2 down. Down.
Ja. Start. Ja. Da. So. Set. Fuel. Setting. 50. Set GM Buell Heading 66 soll er ja. 67 sind 17 und nochmal 17 drauf sind 84. Set GM Fuel Heading 16. Range greater than Ratio 2. Ratio soll H2. Also wenn Ratio H2 über Ratio soll H2 ist, müssen wir nach H2 down. Branch. Less than Ratio 2. Ratio soll H2 H2 muss ich erstmal confirmen, rübergehen, was trinken, wieder zurückgehen. Die Nervensäge von Durst. So, das ist also wieder Programm schreiben. Wir sitzen wieder vorm blauen Fenster und schreiben wieder dumme Programme. Unsere Flasche natürlich ausgesoffen, ist ja klar. Gut. Also die Ratio. Wir müssen den Ratio define. Müssen wir immer definieren. Immer wieder neu definieren. Das heißt, wir müssen eine Abfrage immer wieder ein Move Ratio soll H2 soll H2. So, und damit geht's wieder auf. So, dann müssen wir nämlich hier Range greater than, also wenn der Ratio H2 Ratio H2 Ratio H2 0.2. Sub Ratio H2 Ratio H2 0.4. Gut.
So. So, das müsste confirmed sein. Fuel Management. Export, Export. Das müsste eigentlich denn ja auch gewesen sein. Naja. Haben wir mal wieder über 50 Zeilen drin geballert. Und wir brauchen es ja auch, die Scheiße, ne? Das ist ja nun mal so. Hier gibt es tatsächliche Schalter. Muss ich holen. Oh. So, ein Schalter. Ich sollte eigentlich die anderen Management-Geschichten auch mit Schaltern versehen. Ne, das ist so. Aber das ist jetzt der erste mit Schalter. Ja, ich habe mir ja auch, da ich ja keinen direkten Zugang habe, noch nicht, ist ja eigentlich geplant, dass man hier noch was zum drüber oder was zum Laufen macht und dann hier Außentreppen, dass man darüber laufen kann. Aber aktuell ist es einfach nicht so. So, das heißt natürlich. So was heißt das natürlich. So. Außerhalb Griffe. Außerhalb Reichweite von Kindern. So, kann ich ja jederzeit. So, gleich noch einen Namen geben. SW. Jungs, ein. Edit. Ne, das war ja alles okay. Genau. Wir waren ja noch am Einstellen. Und sind gleich bei dem gelandet. SW Fumix ein. Main Tank Fuel. Gas Mixer Fuel. Gas Mixer. Ist der einfach Gas Mixer? Sag mal, kann ich GM Junge? Da. GM Fuel, DV. DV Fuel Cooling, da ist er. Enner Eiswasser, Enner Coolant. So. Incorrect Line. Und 40, was habe ich denn da gemacht? Ratio. Okay, Fuel. Welche Volatiles gibt hat der nicht oder was? So. Insulated. Insulated Tank. Da. Ratio Volatiles. Ist der normal? Load in. Ratio H2. Aus. Tank Fuel Volatiles. Error incorrect variable at line 84. Lane, ne, vor. Tank, Junge. Meine Fresse. Export, Export. Ja, kann ja mal passieren. Gut. Ja.
2,073 Megapascal. Die schrauben wir mal runter auf 1000. Confirm, Export, Export. Gut, danke. So. Ich meine, er hat hier sofort zigtausende Mol drin, ne? Ungebremst. 1,021 Grad. Aber warum kühlt er nicht? Das ist ja die Frage. Er müsste ja eigentlich wissen, dass er kühlen soll. Oder was habe ich jetzt hier aktuell für Temperaturen? Minus 167, das ist ja vollkommen okay. Minus 193 ist ja heftig. So. Zack. Er müsste trotzdem wissen, dass er kühlen soll. Warum kühlt er nicht? So, Cooling. Wenn Set Greater Than Cooling On, wenn Temperatur von Fuel größer wie Temperatur Coolant. Ist jetzt 1. Set greater than, wenn die Temperatur vom Fuel größer ist als die Solltemperatur. Check. And beides, dann mach bitte so. So, das heißt, Set DB Setting T Fuel Confirm Export Export 1,021 ist korrekt. T Fuel T Coolant. Ah ja, die Umrechnung von Tekulant fehlt. Wir, genau. Sub. Tekulant. Tekulant. 273. Hier fehlt nämlich die Umrechnung. Wenn ich in Grad arbeite, dann muss ich auch in Grad arbeiten. Also minus 168. Und schon weiß er es. Ja, confirm. Gut. Das heißt, wir machen unser Fuel, das frosten wir jetzt so richtig heftig. Ja, das bisschen Scheiß, was wir hier haben. Ja, mit dem Sauerstoff kommen wir ehrlich gesagt nicht aus dem Knick, ne? Sauerstoff ist wenig. Müssen wir das mal intensivieren, würde ich sagen, mit dem Sauerstoff. Mehr Lampen, mehr Duggies, ja, verdoppeln die Farm.
einfach nach hinten raus verdoppeln. Das wird notwendig werden. So, gut. Fuel check. So, damit hat der H2 Combustor Fuel, aber viel wichtiger ist, wir können da wieder Fuel reinpumpen in die in den Gas Fuel Generator. Auch wenn er noch nicht so toll abgemixt ist. Aber er ist da. Genau. Wir pumpen da mal wieder ein paar Hormone rein. Vor allem den pumpen wieder Kälte rein, ne? Da wird ja richtig eiskalt. Richtig super kalter Treibstoff. Je kälter der ist, desto mehr Leistung fahren wir rein, ne? Wir hatten ja beim letzten Stand so um die 30 kW. Jetzt wissen wir es leider nicht. Aber ich fahre immer 10 MPa rein. Guck mal hier, 156 Kilopascal. Ja, das heißt, die Scheiße ist da wieder angesprungen. So. Das heißt, wir müssen kurz mal Brechstangen auspacken. So. Und die Flex müssen wir auspacken. Und die Steelframes müssen wir auspacken. So, reicht denn einer? Mal drei sind ja bis da. Drei. Da haben wir dann den vierten und dann nochmal drei. Oh, wir machen. Wir machen jetzt lieber zu groß statt zu klein. So. Frames sind da. So, das heißt, wir brauchen Flat Wall. Nehmen wir mit. Wir brauchen einfach nur Wall heißt es, ne? Das heißt nur Wall, oder? Ja, geht um Wall. So. Dann machen wir auf 14. Dann brauchen wir. Och nö. Oh Gott sei Dank, wir haben ja noch Silicon ohne Ende. Wir müssen ja wieder Sheets machen. Oh, das kostet wieder so viel. Wie viel ist denn da noch drin? 34 macht 34 Glass Sheets. Also wir sagen mal 40, wir sagen mal 60 brauchen wir. Ja, dann nehmen wir den 54er Döner an den da rein. So, wir machen jetzt erstmal hauptsächlich Sheets. So. Dabei kümmern wir uns ums leibliche Wohl. Wie ist denn eine Kartoffel? Sie sieht so lecker aus. Ich esse gern Kartoffeln, ja. Und ich trinke so gerne Wasser, ja, immer rein. Immer rein.
Das Wasser muss immer rein. So. Was war das? Hier läuft ja die ganze Zeit der Computer. Wollen wir mal Toolkorb holen? Ja. Vielleicht hat er ja was Geiles. So, Toolkorb. Besser oder schlechter? Besser. Noch besser. So, komm. Wir wollen Hallcorp Security holen. Der Toolkorb? Nein, wir wollen Hallcorp Security. Besser. Besser. Hallcorp Security, Schirmlab könnten wir schon. Wir wollen Hallcorp Security. Bei Gramm macht bei 40 ja noch viel mehr. Dann haben wir den 75er da eben noch rein. So, den wollen wir erstmal was andrehen, dann wollen wir mal gucken, was er so hat, ne? Schauen wir mal, was Hallcorp Security so hat für uns. Hallöchen! Na, war das schon? Ja, guck mal auf dein Ding da. So, zack, 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 zack. So, Liquid Kanister, zack. So, Aces Cat Orange, Handgun Magazine, Cartridge, Assets Cord, Assets Cord. Es ist Card Blue. Der hat ja wirklich nur Schrott dabei, ne? Ja, darum brauchen wir nicht Confirm und verpiss dich, würde ich mal so sagen. Ach ja. Wollen wir eigentlich den Laptop stehen lassen? Der steht doch bestimmt auch noch irgendwo rum. Wir lassen mal den Kram hier. Aber den will ich hier lassen tatsächlich. Sortiere ich das mal rüber. Und dann lasse ich den Chip auch hier. Ja, genau. Glass und Dingsen. So, und jetzt noch 30. 30 Wall. Thank you, well. Warte mal, reichen denn 10? 3 habe ich. Von diesem Kit Wall. Nee. 3 bekomme ich, aber reicht jetzt nicht. 2, 4, 3 hinten, 3 und 6 oben. Reichen jetzt hier gar nicht. So, danke. Jetzt reicht es aber. So, Composite Window. So, so, ich habe aber keinen Bock, da ein Vakuum reinzupulvern. Ja, bin ich absolut ehrlich. Also mache ich das auch nicht. Ich werde die Duggies entpflanzen und mache den einfach auf. Und den Rest muss die Anlage schon selber lösen.
Allerdings kann es passieren, dass ich den Feuer habe. Weil ich ja CO2 müsste ja den Sauerstoff vorher gänzlich raussaugen. Das müsste ich ja schon machen. Und vor allen Dingen, ich müsste hier mal erstmal zuschweißen, ne? Dann muss ich den Sauerstoff gänzlich raussaugen und dann kann ich erst öffnen. So dicht, 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 dicht. So, dann nehmen wir die Flatboards wieder und machen schick. Einmal ringsrum. So, das heißt, die sind schon mal durch, dann muss ich nur noch unten drunter wieder. Aushöhlen die Scheiße. So, gut. Das heißt, natürlich im Klartext auch, dass wir jetzt hier einmal zu Fuß steuern müssen. Das heißt auch, dass wir den Chippy, der das Steuern versucht, den müssen wir. So. Wir brauchen dennoch Lampis, ne? Lampis brauchen wir auch noch. So. Dann können die schon mal nicht wegsterben. Den machen wir mal aus. Und jetzt gucken wir mal, was hier mit dem Sauerstoff passiert. Genau, der Sauerstoff wird abtransportiert. Ist geil, ne? Kein Sauerstoff mehr hier drin. Wenn kein Sauerstoff mehr hier drin ist, dann haben wir auch zeitgleich mit dem H2, der ja hier durch die Füchse rausgefiltert wird. Kann ich ja schon mal anmachen. Keine Chance, dass hier irgendwas brennt. Sollte ich eigentlich jetzt schon nicht haben. Ja, genau. Temperaturerhöhung ganz normal. So. Perfekt, ne? So, das heißt, die sind auch. Dann kann ich die hier wegflexen. So. So, und da hinten kann ich sie dann gleich wieder ranmachen. So, perfekt.
habe ich das schon mal schick. So, und dann muss ich ja tatsächlich, ich habe ja außen glaube ich schon drumherum. Wir machen jetzt mal volles Risiko. Wir machen aber kurz Quick Save, so, bis ich öffnen kann. Muss auch, glaube ich, einfach nur den in der Mitte öffnen. Ja, tatsächlich, so ist es auch. So, denn die gehen da nämlich unten lang. So, Leute, wir sind am Ende der Folge. Ich werde jetzt hier noch hier die Wasserleitung in der Ecke nach hinten legen, da hinten auch. Die beiden Rohre werde ich hier an die Wand klatschen, dann werde ich hier alles voller Hydroponics machen, werde ich hier noch diese Lampen an die Decke knallen und dann sehen wir uns schon wieder, ne, wenn die Ducky Farm fertig ist. Also, bis dann, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.